halt raus. Ne, bist du nicht. Hab mich in der Tanne versteckt. Wir sind jetzt zwischen Novi und Starry. Genau. Und laufen gerade eher auf Richtung Novi Sobor zu. Richtig, oder? Weil wir Starry Sobor weitläufig umlaufen. Weitläufig umlaufen. Weil die Sniper eher auf der anderen Seite der Stadt sitzen und wir uns natürlich nicht von denen ficken lassen. Weil du von Süden kommst, oder wie? Genau. Die gucken Richtung Süden, deswegen. Falls überhaupt jemand da ist. Bei unserem Glück. Weiß ich nicht. Weil ich kann mich noch daran erinnern, wie der Bram über einen Sniper drüber getrampelt ist, als ich mit dem rumgelaufen bin. Also wenn die liegen und diesen Anzug anhaben, den ich auch gefunden habe, dann... Ghillie Suit. So. Kann man die schon mal übersehen, was machst du denn da? Scouting jetzt hier. Achso, Leute, hier ist eine Mauer. Okay. Ich hasse es ohne Fernglas. Ich sehe nichts. Dito. Nein, gehen wir mal weiter. Wieso zuckt die Olle eigentlich so? Das kann doch nicht sein. Stimmt, weil ich infiziert bin. Oder musst du Painkillers nehmen? Hab ich schon. Ah, okay. Auch wenn man die Rolle macht, ist man in diesem Kampfmodus, okay. Ich nicht. Wieso bist du im Kampfmodus? Du machst doch keine Rolle. Ich habe gerade eine Rolle gemacht. Das ist nicht gut. Jetzt bin ich auch nicht im Kampfmodus. Wieso war ich gerade im Kampfmodus? So, jetzt sind wir von den Büschen ein bisschen geschützt, was den Berg angeht. Von links jetzt zwar nicht mehr, aber das wäre jetzt natürlich auch Pech. Ja, man hört meine Husterei auch gar nicht. Ignoriert das einfach. Du liegst irgendwo im Busch auf einmal hinter so. Du kriegst aber Schock deines Lebens, da glaubt man. Kriegt wahrscheinlich der Spieler einen Herzinfarkt, damit haben wir den Player quasi auch gekillt. Double kill. Jawohl, ey. So. Geh bitte aber wieder so Bildpresse raus, weißt du? Spieler stirbt an Kriegsspiel oder so. Ja, könnte sein. Du bist echt hart am Husten, ey. Ja, ohne Witz, also du hast ja ein besseres Auge als ich, aber ich sehe da absolut gar nichts. Außer nicht. Büsche. Deswegen gehen wir da jetzt mal hin. Wie war das in DayZ? Ist eigentlich eher schlecht, als Zweiter zu laufen, ne? Die Erfahrung haben nur wir persönlich gemacht. Ich weiß nicht, ob das empirisch belegt ist. Den ersten siehst du, auf den zweiten schießt du. Ich würde auf den ersten schießen, aber gut. Weil der ist näher dran und kann mich eher wegsnacken. Also da bis jetzt noch kein Schuss gefallen ist. Na, vielleicht gucken die ja nur auf die Stadt. Ah, ich hab gerade schon wieder gehustet, wie so ein Blöden. Ja, guck mal, das höre nicht mal ich. Auf die Entfernung, also von daher will ich mir. Ich bin ein gutes Stückchen hinter dir. Also 10, 20, 10 Meter, 15 Meter. Rennt man dann hier besser, damit du schnell da bist? Weil die Triple von dem normalen hörst du ja auch, oder? Ja, aber jetzt, wenn man in der Kampfsituation ist, arbeitet man sich eher von Busch zu Busch vor. So, da vorne sind die Zelte. What? Ja, die sind in der Stadt, da sind so Military. Ach, diese Military-Zelte. Ja, aber wir sollten übrigens niemals im selben Busch stehen. Zwei durch eine Kugel, geht das? Ja, das geht.
Wie viele Player sind denn? Oh, es sind echt noch viele auf dem Server. Es sind schon noch recht viele auf dem Server. Ich bin verwirrt. Zombies haben auf jeden Fall... Auf mich ist geschossen worden. Im Ernst? Ja, auf mich wird geschossen. Wo? Oh, ich weiß von wo. Das ist aus der... Das hörte sich mehr aus der Stadt an. Ja, richtig. Aus der Stadt... Oder von der Halle. Oder von den Zelten aus. Der hat aber nicht getroffen. Von den Zelten aus kann ich, da sind die Zombies nicht getriggert worden. Das heißt, er muss auf jeden Fall weiter weg gewesen sein. Ich hätte jetzt den Schuss Richtung Halle gesehen oder vielleicht sogar noch hinter der Halle, aber das kann ich nicht genau sagen. Vor allem sind wir jetzt natürlich. Dann muss der auf der anderen Seite sitzen, wo wir eigentlich nicht durchlaufen wollten. Könnte sein. Klang auf jeden Fall nach einer dicken Sniper, womit der geschossen hat. Ja, jetzt warten wir noch ein bisschen. Vielleicht sehen wir ja was oder wie. Ja. Exakt. Dann robbe ich mal ein Stück nach vorne. Ja, jetzt sehe ich aber was. Bei den Zelten da unten kriegt einer. Siehst du den? Also hier unten, wenn du aus dem Wald rauskommst. Der kriegt an dem Stein oder was das ist. Sehe ich. Das ist ein Zombie. Ach so. Das ist ein Zombie. Verdammt, ich habe nur was kriechen gesehen. Ach stimmt, Zombies können kriechen. Mhm. Was ist denn das? Stein? Nee. Wenn ihr kennt, zu viel Pixel dazwischen. Jetzt hör mal auf zu husten. Wie schnell verliere ich eigentlich Blut? Müsstest du ja sehen. Okay, entweder, ich hoffe, also ist halt die Frage, ob der jetzt seine Position wechselt oder nicht. Der Schuss war auf jeden Fall von extrem weit weg. Ja, aber wo hat er denn dann gesessen? Auf der anderen, also auf der anderen Waldseite dann, bei den Büschen oder wie? Ich weiß es nicht. Wenn er seine Position nicht gewechselt hat, weiß ich nicht. Auf einem Haus drauf geht das? In der Stadt selber meinst du? Ja, gibt's das da? Nee. Da gibt's keine Schule oder so. Aber so weit kann ich dann auch mit dem Zoom nicht gucken. Ich leider auch nicht. Das ist nämlich die Scheiße. Der hat da einen klaren Vorteil uns gegenüber. Also da. Tja, was machen wir? Weiter rantasten. Du willst weiter nach vorne laufen und der müsste doch eh schon hier in die Richtung zielen, oder nicht? Ja, die Alternative wäre wegrennen. Achso, nee, ich dachte jetzt von woanders Richtung Stadt. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber ich könnte mir vorstellen, dass der uns sieht, wenn wir versuchen, irgendwo anders hinzurennen. Ich würde übrigens immer einen Blick auf die Halle haben, ne? Ich habe echt das Gefühl, dass der von der Halle ausgeschossen hat. Von diesem langen Pharma-Gebäude oder was? Nee, die große rote Halle. Links von den Zelten. Da rechts? Was? Links von den Zelten, Moment. Hinter den Bäumen ist die jetzt gerade aus unserer Perspektive. Ach, die Halle. Meinst du aus der Halle raus? Ja, bei der Halle kann man nach oben an die Fenster auch. Ja, kann man. Achso, das kann natürlich sein.
Sind wir hier im Bitch-Spot? Okay. Nehmen wir mal an, er ist in der Halle. Wie könnte man laufen, dass der einen nicht sieht und man dann in die Stadt läuft und den von da aus vielleicht kriegen kann? Da unten zu den Autos? Oder willst du wirklich gar nicht gesehen werden, damit der das nicht checkt? Oder willst du nur nicht gesehen werden, damit du nicht erschossen werden kannst? Am liebsten gar nicht gesehen werden, damit der das nicht checkt. Ich würde am liebsten jetzt ein Stück weiter nach in die Richtung, wo ich gucke. Ja, so, also dann, ein bisschen umrunden. Und dann links in die Stadt rein, durch die Stadt durch, hinten am anderen Stadtrand sich der Halle nähern. Okay. Das sollte einer von uns machen. Der andere sollte hier bleiben. Das ist die Frage, wer was macht. Das ist mir Wurst. Weil wichtig, dann können wir nämlich von beiden Seiten angreifen, wenn der andere das geschafft hat. Mir ist halt egal, da darfst du aussuchen, ist dein Plan. Also ich kann gerne laufen. Ja, ich laufe, das ist spannender für den Zuschauer. Okay. Alle da. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass er genau aus der anderen Richtung kommt. Der natürlich sich gedacht hat, ich laufe mal in den Wald rein. Aber wenn er aus der Halle rausgekommen wäre, dann hätte der doch sicherlich ein paar Zombies getriggert. Weiß ich nicht, ist eine gute Frage, die Entfernung. Müsste dich ja zumindest sehen, wenn du wieder hier auf unserer Höhe bist oder auf meiner Höhe bist und da durch die Häuser streichst. Ja. Das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ist wieder warm, ey. So, konnte mit der mich jetzt sehen? Hm, weiß ich nicht. Hoffen wir das Beste. Nee. Jetzt kann er mich sehen, aber jetzt müsste ich ihn auch sehen. Aber ich sehe ihn nicht. Könnte der denn auch von der anderen Seite aus den Büschen geschossen haben? Ja, könnte er. Scheiße. Aber dann müsste ich jetzt eigentlich schon tot sein. Moment. Oh mein Gott, diese verkackte Rolle ist sowas von verbuggt, das gibt's einfach nicht. Dann müsste er ja seine Position. Also wenn er nicht in der Halle ist und auch nicht in den Büschen, müsste er seine Position geändert haben. Na gut, die Büsche kann ich nicht einsehen vernünftig. Was ist das denn da hinten? Aber du sagtest, da müsstest du jetzt schon zumindest auf dich geschossen werden, oder? Eigentlich schon, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er gelernt und überlegt sich, okay, ich schieße jetzt erst, wenn tatsächlich ich sicher bin, dass ich den töte. Normalerweise schießt man halt auch nicht auf laufende Objekte, sondern erst, wenn der, keine Ahnung, in den Inventar geht oder so. Wenn du in die Stadt wieder reinläufst, sag Bescheid, ne? Ich bin quasi in der Stadt jetzt. Er ist am Supermarkt. Auf der Höhe von dem... Nee. Ach, da bist du. Ja, das ist ja so ungefähr. Wie laufe ich denn dann hier? Einmal quer übers Feld oder was? So ein bisschen. Dann laufe ich straight übers Feld und zwar, wo laufe ich denn dann hin? Ah, bist du am Farmgebäude? Nein. Da läuft einer, Danny Key, der ist am Farmgebäude. Okay. Am Ausgang, der in deine Richtung ist. Hat aber auch kein Tarnzeug oder so an. Der sieht aus wie halt blaues Hemd, Rucksack. Ja, gut, das Kippi. Heißt ja nicht. Siehst du die Waffe, die der hat? Nee.
Der croucht immer weiter in deine Richtung. Der läuft da unten auf dem Platz rum. Der ist jetzt vor dem Farmgebäude. Ah, okay. Ich glaube, der hat gar keine Waffe, oder? Der hat eine Waffe. Der hat nichts in der Hand. Okay. Meine ich. Oder? Meinst du, der ist, der geschossen hat? Das ist eine gute Frage. Ich nähere mich ihm. Wenn ich mitkommen soll, sag Bescheid, ne? Mhm. Jetzt sehe ich dich. Du, rennst du gerade? Ja. Okay, du bist jetzt hinter dem roten Haus, ja, ne? Mit dem grünen, okay. Ich guck mal, ob ich ihn von hier oben nochmal sehe. Wo ist der Typ hingegangen? Wahrscheinlich ins rote Haus, nehme ich mal an. Oder ins Farmgebäude. Ne, ins rote Haus. Okay, dann komme ich jetzt runter. Richtung Farmgebäude. Dann sieht er mich zumindest. Nee, nicht. Der geht jetzt wieder zum Farmgebäude. Oh, fuck. Ist der drin? Nee, der ist gerade Richtung den kleinen Industrial Spawn, ein bisschen Richtung rote Halle gegangen. Okay. Lol. Der Sniper ist immer noch da. Und das war tatsächlich nicht der Typ, der auf uns geschossen hat. Der Sniper ist tatsächlich aus der Richtung, aus der wir gekommen sind, noch ein ganzes Stück im Wald. Aus dem Haus raus. Aus der Stadt raus, ja. Und der hat dich abgeschossen, scheiße. Korrekt. Der hat genau das gesagt, was ich gesagt habe. Der hat gewartet, bis ich mich in eine Position gebracht habe, um den anderen zu killen, und hat mir dann einen Headshot gegeben. Kacke, und jetzt? Jetzt bin ich tot. Dann bin ich tot. Oh, mein Herz. Scheiße. Oh Mann, und von da, wo du spawnst, ist Tarisoba wieder so weit weg. Ja, da komme ich heute nicht nochmal hin. Wolltest du denn pausieren? Ja, willst du da bleiben? Also niemanden engagen, sondern dann da. Ja, also ich leg mich jetzt nicht mit dem Typen an, der da rumrennt, und mich holt dann auch der Sniper weg. Ich könnte nochmal versuchen, vielleicht außen rumlaufen. Der hat uns ja eben schon gesehen, als wir durch den Wald gerannt sind. Ja. Das heißt, wenn ich den gleichen Weg zurücklaufe, sieht er mich wieder. Dann schießt er wieder auf mich. Beziehungsweise dann weiß er zumindest, dass ich in seine Richtung laufe. Und rechts rum, also die Richtung, wo du rumgerannt bist, Richtung Stadt, da ist dann Richtung Hügel nichts. Da sieht er mich auf jeden Fall. Okay. Dann mach mal eine Pause. Dann save du deine Sachen. Sehr gut. Der schießt schon wieder. Jetzt hat er diesen Danny-Key gekillt. Ah, okay. Mit einem Schuss. Der ist, glaube ich, ein ganz guter Schütze. Könnte sein, ja. Okay, dann bedankt fürs Zuschauen, ne? Bis zum nächsten Mal und haut rein, Leute. Tschüss.